Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag, in dem uns Thomas Schüttenberg etwas erzählen wird über QGIS und die Verarbeitung und Integration von EasyBau-Daten. Bitte schön. Ja, hallo, willkommen auch von mir. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe heute ein paar Experimente mitgebracht, und zwar jetzt in Ihrem QGIS EasyBau XML Abwasserdaten und in der Hauptrolle der OGR GML AS Treiber. Vielleicht kurz zur Erklärung, Hintergrund. Ich arbeite in einer kleinen Abwasser- und Tiefbauverwaltung im Bergischen Land. Dort bin ich für das GIS und alles, was damit zusammenhängt, zuständig. Manch einer kennt mich aber vielleicht auch schon als FOSGIS-Verfechter und QGIS.de-Vorstand. Und aus diesen zwei Aspekten ist im Prinzip dieses Thema heute entstanden. Nämlich, ich habe mal versucht, EasyBau XML-Dateien, was das ist, dazu komme ich noch, in QGIS ganz einfach anzuzeigen, weil das wollte ich eigentlich schon immer mal haben. Ich konnte nicht verstehen, warum ich denn meinem geliebten QGIS das nicht einfach machen kann. Das zweite ist dann, die Daten ein bisschen aufzubereiten mit SQL. Und das ganze Ziel oder das letztendliche Ziel dieser Versuche war, vielleicht dabei eine Importschnittstelle für andere QGIS-Abwasserprojekte zu finden. Zum Beispiel für diese schweizerische QGIS-Abwasserschale QGEP oder auch die QKAN-Kanal-Plugins, von denen wir ja gleich im Anschluss noch hören. Also, der OGR GMLIS-Treiber. Nach der Einführung eben brauche ich ja kaum noch was zu GDAL OGR sagen. Es ist der am weitesten verbreitete Bibliothek für den Zugriff auf räumliche Daten und als kommandozeilenbasierte Hilfsprogramme ermöglicht diese Bibliothek den Zugriff auf mittlerweile über 90 Vektorformate. Und seit der Version 2.2 ist ein neuer Treiber hinzugekommen, und zwar für die anwendungsschema-getriebene Verarbeitung von Complex-Feature-GML- bzw. XML-Dokumenten. Daher der Name, der etwas sperrig ist, GML-AS von Application-Schema. Finanziert wurde dieser Treiber durch die Europäische Umweltagentur im Rahmen des Copernicus-Programms sowie von der vom französischen Institut für Geologie und Rohstoffe, BRGM, und entwickelt wurde das Ganze von Spatialis. Was kann dieser Treiber? GMLIS liest XML-GML-Dokumente auf Grundlage beliebiger zugehöriger XML-Schemas und ist also nicht auf bestimmte Inhalte vorprogrammiert. Das ist ein absolut generischer Ansatz, der dann mich bewogen hat, einfach mal für EasyBau auszuprobieren. Die Analyse der Schemata führt dann zu einem relationalen Datenmodell, was in PostGIS oder Spatialite-Datenbank gespeichert werden kann. Und damit haben wir natürlich dann den Zugriff für unser GIS. Ein Export gibt es auch, also das Ganze rückwärts, die Wiederherstellung von GML-Dokumenten aus einer zuvor importierten Datenbank. Und das Ganze ist auch recht robust gegenüber diversen Nonkonformitäten im Input, also fehlende oder unerwartete Elemente oder Attribute. Solange das XSD valide ist und die XML-Dokumente wohlgeformt sind. Darüber hinaus gibt es konfigurierbare Funktionen. Dazu komme ich dann gleich noch kurz. Jetzt erstmal kurz zu dem EasyBau-Austauschformaten Abwasser XML. Das ist der tatsächliche übliche Name. Der erste Satz der Dokumentation, die im Internet unter den Arbeitshilfen Abwasser zu finden ist, lautet: Die EasyBau-Austauschformate Abwasser dienen dem standardisierten, DV-orientierten Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und anderen Projektbeteiligten. Aha, gut, worum es geht, das muss man dann wohl schon wissen an der Stelle. Zum Inhalt komme ich dann aber noch. Das Wichtige oder das für mich auch seit jeher Interessante daran ist, dass die Dokumentation und alles, was dazugehört, frei im Internet zur Verfügung gestellt wird. Und das ist dann viel wert, wenn man sich daran mal abarbeiten will. Datenformat ist also, wie gesagt, XML. Das bedeutet, wir haben eine
vorgegebene Struktur, die in Schemata bereitgestellt wird, die man auch herunterladen kann, um sie dann lokal einzubinden. Ein Online-Repository, wie man das vielleicht von Inspire oder sowas kennt, gibt es da nicht. Das muss man also alles lokal lösen. So sieht dann zum Beispiel so eine Datei aus. Na. Und hier unten sieht man dann auch Rechtswerte und Hochwerte. Da sind also Koordinaten drin. Also irgendwie ist das geodatenmäßig, dieses Format. Und das wollen wir mal gucken, ob man das da rauskitzeln kann. Und jetzt bringen wir also den GML-AS-Treiber und EasyBau-Daten zusammen. Erstmal mit OGR-Info gucken, was da so rauskommt. Man gibt also die einzulesende Datei an und das Schema mit einer entsprechenden Option. Und dann sollte man den Inhalt bekommen, wenn man das Schema angegeben hat. Kurzer Einwurf für, wenn man das auf Windows, also mit dem OSGUVW-Paket macht. Da braucht es zurzeit noch das GEDAL 2.3, also GEDAL Dev, das man erst mit dem entsprechenden Skript starten muss, damit das dann in der Session wirkt. Jedenfalls, das war noch vor ein paar Tagen so. Wird sich wahrscheinlich demnächst dann wieder ändern, wenn das alles aktualisiert wird. Oder aber man editiert das XML-Dokument selbst, indem man das Schema in den Header reinschreibt. Das fehlt nämlich normalerweise in EasyBau-Dateien. Und damit kann man das dann, auf diese Weise kann man das dann auch mit dem QGIS-Plugin GML Application Schema Toolbox einlesen. Aber wie sieht das Ergebnis jetzt aus? Wir kriegen eine Liste von vielen Tabellen, die man aber auch eindampfen kann auf nur diejenigen, die tatsächlich auch in dem vorliegenden Dokument Werte enthalten haben. Und dann könnte das auch recht übersichtlich werden. So wie hier sind es dann plötzlich nämlich nur noch 9 Tabellen und von denen sind eigentlich nur noch 4 mit den Inhalten, die einen wirklich interessieren. Was haben wir also bekommen? Wir haben aus dem bereitgestellten EasyBau XML 2013 Schema insgesamt 62 Tabellen und deren Felder, die je nach Dokument gegebenenfalls natürlich dann leer sind. Die XML-Elemente, die nur 1:1 Relationen haben, werden zusammengefasst. Daher diese langen Tabellennamen mit maximal 64 Zeichen, so wie hier im Beispiel Ident, Date, Zust und so weiter. Das sind eigentlich lange Worte, die dann eingedampft worden sind. OGR-Geometrien werden nicht erzeugt. Das war an diesem Eintrag None zu erkennen, denn EasyBau XML ist zwar mit Koordinaten versehen, aber es ist eben kein GML. Das ist ein Eigengewächs der Oberfinanzdirektion Niedersachsen seinerzeit. Und da müssen wir dann also selbst Hand anlegen. Dennoch haben wir durch den Import einen konstanten und vorhersehbaren Import, da wir immer das gleiche Schema verwenden. Und das ermöglicht natürlich standardisierte Weiterverarbeitungen. Also konvertieren wir das dann mal in eine Datenbank. Kann man wiederum mit OGR, to OGR machen. In diesem Fall in eine PostgreSQL-Datenbank. Da gibt es dann noch mehrere Optionen, die man wählen kann. Zum einen dieses schon gezeigte Remove Unused Layers bzw. Fields, aber auch sehr wichtig Expose Metadata Layers, denn das erstellt Tabellen mit den Strukturinformationen aus dem Dokument bzw. aus dem Schema, die dann für die Wiederherstellung so eines Dokumentes gebraucht werden bzw. auch für Layer-Beziehungen in QGIS genutzt werden. Weitere Optionen habe ich hier mal ausgelassen. Die sind alle gut dokumentiert auf den OGR-Seiten. So, das ist natürlich schön auf der Kommandozeile, aber mancher hat lieber eine GUI und deswegen gibt es, nein, nicht deswegen, aber es gibt dann die GML Application Schema Toolbox. Das ist ein QGIS 3 Plugin. Zurzeit in der Version 1.2.0, Release Kandidat 3. Da wird also immer noch schwer dran gearbeitet. Und das ist eben eine GUI für diesen GML-AS-Treiber. Und der konvertiert also die GML-XML-Dokumente in die Datenbank und lädt die dann in QGIS.
und konfiguriert sowohl Layer-Beziehungen als auch Bearbeitungselemente der einzelnen Felder und zwar auf einen Knopfdruck. Das ist also schon sehr praktisch und entwickelt wurde oder wird dieses Plugin von Auslandia und Camp2Camp, finanziert wiederum durchs BRGM und das Copernicus-Programm der EEA. Aber wir müssen jetzt nochmal gucken, wie wir denn in QGIS dann auch ein Kartenbild kriegen. Wir müssen die Geometrien erzeugen, denn nach dem Import der EasyBau-XML-Dateien haben wir nur geometrielose Tabellen. Also die Geometrie der sogenannten abwassertechnischen Anlagen muss erst mit SQL aus den Koordinaten gebildet werden. Kurzer Exkurs, also abwassertechnische Anlagen, das ist das, was mit dem EasyBau-Format transportiert wird. Und im Bereich der Stammdaten enthalten diese Dateien für alle Arten von Anlagen Geometriedaten als einzelne Koordinate und sogenannte Substanzdaten. Wir würden normalerweise im GIS-Bereich Attribute sagen. Und die abwassertechnischen Anlagen werden konzeptionell, aber auch in dieser Datei immer nach Kanten und Knoten differenziert. Kanten sind einfach linienhafte Objekte, Haltungen, das sind die normalen Abwasserkanäle, zwischen die Strecken zwischen zwei Einstiegsschächten, Leitungen, das sind sonstige Zuleitungen, Rinnen und Gerinne. Und dann gibt es Knoten, das sind punktförmige Objekte, eben die Einstiegsschächte, irgendwelche Anschlusspunkte, also Anfangs- und Endpunkte von Leitungen oder auch punktförmig dargestellte Bauwerke. Also müssen wir jetzt irgendwie mit SQL aus den Koordinaten Punkte machen, aus den Punkten Streckenabschnitte und gegebenenfalls aus den einzelnen Abschnitten dann eine Polylinie. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, das ist Standard PostGIS-Funktion. Wichtig ist dabei, dass man wissen muss, dass Kanten immer in Fließrichtung zu dokumentieren sind. Also wie in der Realität das Wasser durch den Kanal fließt. In der Reihenfolge sollen die Koordinaten dann da aufgeführt sein. Da hat man dann also schon mal einen Ansatz auch für einen Plausibilitätstest. Wenn die Geometrie nicht so rauskommt, wie sie soll, ist eventuell nicht das SQL falsch, sondern die Daten nicht in der richtigen Reihenfolge aufgenommen. Bei den Knoten ist das natürlich das Gleiche, also aus den Einzelkoordinaten Punkte machen und bei den Flächen eben erst Linienabschnitte und die dann zusammenzufassen zu einem Polygon. Und dann kann man das mit den Substanzdaten verbinden und voilà, lädt sich das in QGIS und man hat ein schönes Bild. Hier rechts im Bild nochmal die GMLIS-Toolbox. Und links unten sind die ganzen automatisch geladenen geometrielosen Layer, darüber die manuell hinzugefügten Layer mit den Linien- und Punktgeometrien. Und da kann man sich natürlich dann austoben mit QGIS-Methoden, wie die Darstellung aussehen soll, wie die Beschriftung ist, einfach alles dynamisch ableiten. Das könnte man alles vorbereiten. Und man hat natürlich auch die Objektformulare in Beziehung zueinander, die aus dem Import stammen, die kann man natürlich dann auch wiederum auf die neu gebildeten Layer übertragen, sodass man alle Informationen direkt im Zusammenhang hat, wenn sie nicht schon zusammengefasst worden sind durch das SQL. So, also zusammengefasst, EasyBau-XML-Daten sind für QGIS konsumierbar, mit dem GML-Eis-Treiber bzw. der GML-Application-Schema-Toolbox, denn sie werden dadurch in ein relationales Modell konvertiert. Allerdings müssen Geometrien und abwassertechnische Anlagen, also sprich die Objekte, die einen eigentlich interessieren, erst nachträglich gebildet werden, da sie nicht direkt in dem Import als Layer oder als Tabelle entstehen. Vorlagen für Layer und QGIS-Projektdateien für eine bequeme Kartenanzeige auf Knopfdruck wären dann noch weiterzuentwickeln. Darum habe ich mich jetzt noch nicht so sehr bemüht. Es ging mir vor allem ums Prinzip erstmal und die Funktionsfähigkeit von GMLIS EasyBau-Exporten.
sind erst noch zu testen. Also es funktioniert, es kommt eine Datei raus, aber was dann so die landläufige Abwassersoftware dazu sagt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Da gibt es aber möglicherweise noch Tuning-Möglichkeiten, die dann tatsächlich vielleicht mit wenigen weiteren Schritten dann doch auch einen Export ermöglichen. Das fände ich schon mal, wäre eine schöne Aussicht. Apropos Aussicht, also hinsichtlich einer EasyBau-Schnittstelle, das einheitliche und offen dokumentierte Datenmodell, das ist ein guter Ausgangspunkt für Schema-zu-Schema-Transfers. Also wenn es bestimmte Projekte und Datenbanken und Werkzeuge schon gibt, dann müssen sich die nicht umändern, sondern wir docken uns einfach da an. Die mögliche Zusammenarbeit mit anderen Abwasserprojekten, also wie erwähnt QGP oder QCAN, müsste man nochmal richtig anschieben. Kontakte habe ich schon geknüpft, also man kennt sich schon so ein bisschen, aber mal sehen, wie weit wir es treiben können. Und dann wäre es natürlich interessant, auch ähnliche Ansätze und ähnliche Plugins zu kombinieren, damit man nicht immer das Rad neu erfindet, zum Beispiel der Projektgenerator oder auch überhaupt die Funktionsweise des QGP Interlis-Importes, was technisch im Prinzip ganz, ganz ähnlich funktioniert. Also das Einlesen von XML oder XML-artigen Formaten in eine Datenbank und dann ins Werkzeug rüberschieben. Aber auch möglicherweise könnte dieser generische Ansatz von dem Treiber ja auch was für andere Dinge sein, wie X-Planung oder andere Formate. Ansonsten, klar, es braucht weitere Tests. Anregungen sind da gerne erwünscht von mir. Ich würde mich über einen Austausch freuen. Alles, was ich ausprobiert habe, habe ich auf GitHub in einem Repository zusammengefasst und in dem Wiki, was dazu gehört, steht dann auch erklärt, was das alles soll und wie man die Sachen bildet. Ja, das soll mal der Ausblick gewesen sein und nun haben wir EasyBau XML auch in QGIS. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Ich habe ja nichts selber da erfunden, sondern nur ein bisschen rumgespielt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Thomas. Super in der Zeit. Gibt es Fragen aus dem Publikum zu dieser Schnittstelle und der bisherigen Arbeit? Nur ganz kurz, ist da das Einlesen nur der Bestandsdaten möglich oder auch alle TV-Untersuchungen, alles was im Prinzip über die Schnittstelle einlesbar ist? Das nutzt alle Schemata, also auch alle Datenbereiche, das heißt nicht nur Stammdaten, das habe ich jetzt hier der Einfachheit halber gemacht, weil da die Geometrie drin ist, aber es geht auch mit den Inspektionsdaten, das habe ich schon ausprobiert. Da muss man sich halt ein bisschen mühen, bis man dann die Stationierung umgebaut gekriegt hat, weil es ein bisschen was fehlt eigentlich im EasyBau. Hydraulikdaten gehen auch, also sie laufen rein auf jeden Fall und die Betriebsdaten auch. Die, muss ich aber sagen, im Alltag ja dann doch wenig benutzt werden. Es müsste eigentlich auch für, beziehungsweise es geht auch für DWA M150. Auch da gibt es ein Schema, was man benutzen kann. Da hatte ich jetzt aber keine respektablen Testdaten und was ich daran dann auch bemängle, ist, dass die Dokumentation dieses Formates nicht frei verfügbar ist. Die müsste man kaufen. Aber technisch geht es, weil das ist das Gleiche. Meine Frage von mir, du hattest ja, also das Dateneinlesen funktioniert ja relativ automatisch. Und die Nachbearbeitung in PostGIS, ist das aufwendig, viel Handarbeit oder im Prinzip auch schon einfach ein gelöstes Problem und man macht das dann? Wenn man weiß, wie die Daten strukturiert sind, dann puzzelt man sich halt ein SQL zusammen und dann hat man es und dann muss man es nie wieder machen. Also das kann man sicher alles abspeichern, schon in vorgefertigte Layers oder Views stecken, das heißt, sobald Daten reinkommen, entsteht dann irgendwie der entsprechende Grafiklayer für QGIS. Gut, weitere Fragen, Anregungen, Anmerkungen?
Okay, anscheinend nicht. Dann danke ich nochmal, Thomas. Und ansonsten, Sie haben natürlich auch noch die Möglichkeit, du bist noch ein bisschen da, glaube ich. Einfach mal ansprechen oder aufs GitHub Repository gucken und dann mal in Kontakt treten. Danke.